So, da wären wir wieder. Und das Beste an Vorschlägen, was ich bekommen habe, ist Außenposten. Das heißt... Ja, was heißt das? Hatten wir die Bahnstrecke schon erforscht? Nee, ne? Ich guck mal ganz kurz. Die Rails haben wir schon mal erforscht. Von den Kurvigen brauchen wir nicht so viele. Die da könnte ich eine Maschine für bauen. Wie schnell baut man die? Die sind relativ schnell gebaut. Ne, da brauche ich keinen Maschinenpark für. Bauen wir einen Stack davon, davon ein paar. So, dann bereiten wir das schon mal vor. Was ich ganz gerne erforscht hätte, wären jetzt wirklich diese richtig, richtig großen Kisten. Weil Außenposten bedeutet eigentlich nur eins, nämlich mehr Ressourcen. Um das Ganze zu unterstützen, bräuchte ich zum einen die besseren Roboter, damit wir schneller entladen können. Ich bräuchte zum anderen noch ein Mining Drill MK5, damit wir immer einen haben für Eisen und einen für hier oben. Ich glaube, da hatte ich sogar einen vorbereitet gehabt, ne? Da ist ein Dreier. Was fehlt dir beim Vierer? Blei und schwarzes Zeug und Stein. Und mein Inventar ist völlig zugemüllt. Okay, warte. Genau, tu mehr Holz da rein. Noch mehr Holz, noch mehr Holz. Ach. Ja, das wäre eigentlich schon auch fast ein ordentliches Nebenprojekt, was ich machen könnte. Diese Sortiermaschine, die ich vor kurzem schon mal angesprochen hatte. Weil das ist hier einfach nur... Bäh, ist das einfach nur... Hatte ich noch gelbe Kisten gebaut? Blau, rot, nö. Doch, doch, da. 15 Stück. Dum, 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 dum. So, setz sie mal hier hin. Okay, ich hätte gerne keine Iron Sticks. Ich hätte gerne keine halbe Laser Tank Battery. Kein stinknormalen Gun Turret. Die brauche ich auch nicht mehr. So. Glas brauchte ich, glaube ich, nur für das Lasergewehr. Und das ist jetzt auch egal. Effektivitätsmodule brauchen wir auch nicht so viele. So, sollte das erstmal okay sein. Drei Schwefel noch weg. Okay, ich brauche mehr Stone Bricks, wenn ich es richtig gesehen habe. Die hatte ich irgendwo automatisiert, Stone Bricks. Ja, aber er produziert sie nicht, weil weniger als... Mach mal weniger als 400. Und liefer mal 200 zu mir. Dann klappt das hoffentlich. Davon hätte ich gerne einen ganzen Stack. So. Holz? Ernsthaft? Gib mir einen Stack Holz. Und jetzt fehlt noch das Blei. Okay. Komisches Schmelzzeug ist hier und wir haben kein Blei mehr. Hatte ich schon ein Bleifeld gefunden, was ich ausbeuten wollte? Tungsten. Geh mal hier runter. So. Silber, Kobalt, Ardeit. Und das hier ist das naheliegendste Feld. Hier kommt dann wohl doch schon wieder der erste Außenposten hin. Was werde ich schnell wegsaugen? Nicht mit Produktivitätsmodulen oder sonst irgendwas. Einfach nur Geschwindigkeit, Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Denn das fällt hier weg, das fällt da weg. Dum, 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 dum. Was haben wir hier? Zink. Zink ist auch wichtig. Oh, die paar Dinger da, die bauen wir zusammen ab, wenn wir den Fünfer drin hinstecken. Dann baut der Kupfer ab und das Zink. Können wir später auseinanderfriemeln. Aber jetzt hätte ich eigentlich ganz gerne, bevor ich damit anfange, Blei. Oh, was haben wir da? Kristallformation. Habe ich noch ein paar von diesen Giftkapseln? Bau bitte mal eine Giftkapsel. Super. Wollte eigentlich hier ein bisschen entwalden. Ah, das ist eine große Basis. Schön viel Tungsten. LED. Das schaut doch gut aus.
Habe ich zufällig dieses Vierer-Ding dabei? Dreier. Nicht genug Strom. Nee. Okay, das heißt, ich baue jetzt einfach nur ein bisschen ab, damit ich den Vierer bauen kann. Sobald ich den Vierer habe, nehme ich ein paar von den Strommasten mit, ziehe die hier hin, dass wir das dann kurz abbauen können. Und mit den Zügen? Ja, muss ich gucken, wie ich das handhaben werde. Erstmal bräuchte ich fast einen Stack an Topaz-Türmen, um den Außenposten zu sichern. Klingt ein bisschen Overkill. Und der Außenposten müsste stromversorgungstechnisch mit der Hauptbasis verbunden sein. Sonst bringt das nichts. Weil ich werde niemals in einem Außenposten noch Strom generieren können für die ganzen Topaz-Türme. Bin ich mir relativ sicher. So, dich hätten wir jetzt auch endlich. Sehr gut. Dann mach doch bitte mal Railways. Die. Achso, das ist schon die zweite Stufe. Hä? Ja, die erste Stufe haben wir schon. Diese Locomotive. Wir hätten jetzt noch einen gepanzerten Wagen, aber der war doof. Also ja, der hatte mehr Rüstung, war aber auch langsamer. Weiß nicht, ob ich das überhaupt haben will. Cargo Wagon. Das klingt gut. Nimm mal das damit. Hat zwar wieder so einen Multiplikator drin, aber der ist nur zweifach. Das ist okay. So, schmeiß bitte das... Was ist hier? Achso, das waren die Kristalle. Schmeiß bitte das Blei da in die Kiste. Was auch immer die Kiste da macht. Da. So, Blei rein, Zink rein. Holz, 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 Holz. Sand war gedacht für die Sandsäcke. Brauche ich eigentlich fast gar nicht mehr. Und für das Glas hatte ich sie eingepackt, ja, stimmt. Und tu mal die Kiste, die Wand hier hin, damit die Wand repariert wird, damit sie dann eingesammelt werden kann und besser stackt. So, ich hätte ganz gerne Strommasten. Also die, ne, Substations halt. Da, gib mir fast einen Stack Substations. Woran hapert's? Stahl? Ja, Stahl kommt nicht hinterher. Eisen sind wir bei 31.000, das ist schick. Dafür ist Kupfer wieder ein Problem. Ich hätte jetzt ganz gerne die großen Kisten. Extra Large Steel Chest. Und danach kommt Large Storage Chest und danach kommt Extra Large Storage Chest. Auch wenn die fünf rosa Dinger da ein bisschen garstig sind, aber gut. Mach was mit denen hier. Und gib mir die da. Und bau bitte eine Laser Shotgun. Füll mal kurz ab. Tu die mal da raus. Genau. Dafür brauchen wir jetzt die Lasergun, um die Lasershotgun zu bauen. Und ich hätte dann ganz gerne... Highly Advanced Laser Battery. Highly Advanced Laser Battery. Brauch Raw Emerald. Das da. Was? Und brauch Advanced Laser Battery und das, oh Gott, was zum Geier. Ja, sehr schön. Das ist neu, dass man jetzt die Munition auch so schubweise aufrufen muss. Das heißt, wir bräuchten jetzt pro Magazin für die Lasershotgun Ardite, Gold und Tin. Und jeweils die ganzen... Oh Gott, verdammt. Ich. Hier, gib mir jeweils einen Stack. Und du hättest jetzt gerne... Sapphire Ore auch noch. Arbeitest jetzt nur noch mit... Sapphire. 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 Machen wir eine Runde. Ich hoffe, da ist jetzt nicht irgendwo was hängen geblieben, aber es sieht soweit gut aus. So, und die müssen jetzt... Crushed. Sapphire, gib mir auch nochmal gleich. Crushed. Also Topaz hast du schon. Crushed Ruby. Crushed Diamond. Alles Crushed da rein. Du hättest gerne...
Du hättest gerne Chunks. Irgendwas greift irgendwo irgendwen an. Das kriegt ihr schon hin. So, Chunks bitte dahin. Liefer alles hier hin. Oh, da geht was kaputt. Was geht denn da kaputt? Hä? Oh. Achso, nur Türme. Das ist okay. Solange es die kleinen Türme sind. Also mehr Verteidigung im Westen, ne? Naja. 8 Stück Bau, bitte. Nicht so viel, dass ich die Zahnräder selber machen muss. Die hätte ich schön gerne geliefert. Mach bitte das Lichtmuster hier weiter. Zink. Da ist keine Roboport-Anbindung. Das ist nicht so schön. Lässt sich nicht ändern. Joink. So, damit hier auch immer Licht ist. Und da ist die Big Chest endlich. Das Ding könnten wir jetzt als Zwischenlager benutzen. Also ich könnte einfach irgendwo eine extra large Steel Chest machen. Daneben eine blaue Kiste, die immer da reinlegt. Und daneben eine rote Kiste, die immer aus der Large Steel Chest was rausnimmt, falls es gebraucht wird. Weiß nicht. Teuer seid ihr hier? Geht von den Forschungskosten her. Das geht echt. Ja, komm, nee, mach das. Zieh es zu Ende durch. Dann haben wir gleich eine extra large gelbe Kiste. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich die gelbe Kiste haben möchte. Na, muss ich mal gucken, wie ich das Ganze in der Regel. Eisen ist alle. Ich denke nicht, Tim. Setz das mal dahin. Schwupps. Achso, ist wieder alles auf einer Seite. Ne? Ja, das ist nicht gut. Dann mach mal hier ein Dreher. So. Schon besser. So, und du kannst weg. Und ich hab keine Ahnung, was das jetzt soll. So, schön viele Kurven drin, damit es noch langsamer ist alles. Aber ihr macht das schon. Den Großteil haben wir eher hier drin, ne? Ja. Oder auch nicht. Es wurde übrigens jetzt schon mehrfach vorgeschlagen, dass ich vielleicht doch mit den Produktivitätsmodulen wieder arbeiten soll. Die bringen dann zwar nur 5% oder was mehr an Ressourcen, aber ne, wir bauen halt so oder so schon ziemlich schnell ab. Sollte also okay sein. Aber nö. Ich will jetzt hier ein bisschen heuschreckenartig arbeiten mit den Außenposten. Da können wir es verkraften. Genau, Raw Sapphire. Müsste jetzt hier ein bisschen was da sein. Hier. Raw Sapphire. Okay, bau bitte 5-mal diese komische Laserbatterie. Das werde ich auf jeden Fall automatisieren. Und Gold. Stimmt, Gold habe ich vergessen. Wir müssen endlich Gold abbauen. Gold hatten wir an mehreren... Oh, hallo? Piu, 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 kaputt. Gold hatten wir an mehreren Stellen. Ich weiß leider nur nicht mehr wo. Ah, hier unten, direkt vor der Haustür. Sehr schön. Geh doch mal dahin. Ding, 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 ding. Mach das Muster hier weiter. Warum verbindest du dich nicht? Ah, da. Da, die Ecke hätte ich ganz gerne. Zing. Bist du vielleicht sogar im Abbau? Nee, nicht ganz. So. Ist jetzt nicht wirklich ein Außenposten. So. Und du kriegst bitte Speed-Module. Da brauchen wir ein schnelleres Ärmchen. Zwei schnellere Ärmchen. Ach, ist das schön, Gold abzubauen. Achso, und noch eine Kiste.
Könnte bitte irgendjemand das hier abholen? Das ist Gold.